Herzlich willkommen zu Privatinvestor TV, dem Videoangebot von Professor Dr. Max Otte. Heute melden wir uns mal nicht aus dem Studio, sondern sind vor Ort beim MDAX-Konzern der Salzgitter AG in Salzgitter. Und wir wollen einen etwas genaueren Blick auf die deutsche Stahlbranche werfen, die weiterhin mit Überkapazitäten zu kämpfen hat. Und die Konkurrenz aus entfernteren europäischen Staaten, auch die schläft nicht. Die Lage verschärft sich durch diese Unternehmen zusätzlich mit Stahl zu Dumpingpreisen. Darüber und über viel, viel mehr wollen wir jetzt sprechen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Salzgitter AG, Professor Heinz-Jörg Fuhrmann. Erstmal herzlichen Dank, Herr Professor, dass Sie Zeit für uns haben für dieses Gespräch. Wo befindet sich denn die Stahlbranche derzeit? Noch auf dem Weg nach unten? Hat sie die Talsohle erreicht oder sehen Sie schon wieder den Weg nach oben? Wir befinden uns seit einigen Monaten in der Ebene und das ist ja schon gegenüber dem zweifelsohne vorhandenen Abstieg, den die Branche genommen hat in den letzten 2-3 Jahren, ist das schon ein erster Lichtblick. Ich denke mal, dass sich die Lage weiterhin konsolidieren wird, weil der Absatz in der EU langsam zunimmt und weil das Thema ungenutzter Kapazitäten aufgrund der verbesserten Nachfrage, aber auch der Außerbetriebnahme von einigen Kapazitäten, so auch bei uns, sich zwar nicht verflüchtigen wird innerhalb kürzerer Zeit, aber sich doch schon zu relativieren beginnt. Also halten wir fest, es könnte schlechter sein, aber auch besser. Was macht Ihnen denn zurzeit am meisten zu schaffen? Ja, das sind zwei recht unterschiedliche Dinge, zumindest von ihrem Ursprung her. Zum einen ist es die Tatsache, dass die noch vorhandene Ungleichgewichtigkeit von Angebot und Nachfrage im europäischen Stahlmarkt die Margen auf ein unauskömmliches Maß drückt bei nahezu sämtlichen Waldstahlprodukten und weiterverarbeiteten Erzeugnissen. Aber auf der anderen Seite ist es die Politik. Das EEG, dessen Neufassung ja unter anderem auch von Brüssel durch die Einleitung des Prüfungsverfahrens erzwungen worden ist, ist eine Angelegenheit, die uns in der Vergangenheit zunehmend zu schaffen gemacht hat und, das fürchte ich, uns auch in den nächsten Jahren als Problemfall begleiten wird. Das eigentlich Unschöne daran ist ja, Herr Franek, dass wir nicht nur es hier mit einem unausgewogenen, unfairen Wettbewerb mit Konkurrenten aus dem Ausland, das heißt aus dem Nicht-EU-Ausland, sondern auch innerhalb der EU zu tun haben. Denn einen derart forcierten und ungeplanten Ausbau von erneuerbarer Energie hat es halt nur in Deutschland gegeben. Und nun wird das zu kurze Handtuch der Kostenverteilung, immerhin derzeit 23 Milliarden Euro pro Jahr, wo sich vor 5 Jahren noch niemand Gedanken darüber gemacht hat, zwischen den Beteiligten hin und her gezogen. Und das droht partiell tatsächlich auch ein bisschen auf Kosten von eigentlich im Weltmaßstab wettbewerbsfähigen Arbeitskräften zu gehen. Das ist ein großes Thema und ein großes Problem, das Sie ansprechen. Ein weiteres großes Thema, nicht nur auf der politischen, sondern auf der wirtschaftspolitischen Bühne, ist auch der weiterschwelende Ukraine-Konflikt. Manche sprechen gar vom Krieg. Wie beeinflusst es Ihr Geschäft? Ja, ein Krieg ist es nicht und wir sollten auch keinen Krieg herbeireden, das mal nebenbei. Ich glaube, wir können alle froh sein, dass es gelungen ist, Ende der 80er Jahre aus dem Kalten Krieg herauszukommen. Wir sollten das nicht verbal anfeuern, aber zurück zu den wirtschaftlichen Tatbeständen. Die Ukraine ist der 10. größte stahlerzeugende Staat der Welt mit 33 Millionen Tonnen pro Jahr. Davon wurden sage und schreibe nur 6 Millionen Tonnen im Inland verbraucht. Tendenz ist ja unschwer zu erkennen, eher abnehmend aufgrund der partiell chaotischen Situation dort. Das heißt, wir haben es mit einem ohnehin schon überdimensionalen Stahlexporteur zu tun, der seinen Hauptexportmarkt bis dato in Russland gefunden hatte. Ob das so bleiben wird, das weiß ja keiner. Und dann wenden sich die Mengen dahin, wo am wenigsten Export- oder Importprobleme auch administrative und regulatorische Art zu sehen sind. Und das sind bestimmt nicht die USA, die ihren Markt perfekt abschotten, sondern das ist die EU. Insofern, ich möchte es nicht dramatisieren, aber ein gewisses Ausrufezeichen ist hier schon zu setzen.
Darf ich dann nochmal nachhaken und es mit meinen Worten formulieren? Glauben, befürchten Sie, dass zusätzlich billiger Stahl en masse damit aus der Ukraine in die EU kommt und damit Ihr Geschäft weiter sich verdüstert? Nicht en masse, aber einige Volumina können schon bei uns zusätzlich anlanden. Und das wirkt sich selbstverständlich in einem ohnehin ja erst einer gewissen Stabilität zustrebenden Markt nicht besonders begünstigend aus. Die Salzgitter AG ist sich der schwierigen Situation bewusst. Sie haben einige Problemfelder angesprochen, aber heutzutage gibt es ja auch kaum mehr Probleme, sondern nur Herausforderungen. Die gehen Sie an mit einem Sparprogramm mit dem Namen Salzgitter 2015. Sehen Sie hier bereits erste Erfolge? Absolut. Ich darf allerdings vorausschicken, Salzgitter 2015 ist beileibe nicht nur ein Spar- oder Kostensenkungsprogramm, sondern es ist ein integral angelegtes Strukturveränderungs- und ich darf auch hinzufügen, ein leichtes Kulturveränderungsprogramm, was der Erkenntnis folgend, dass Dinge in der Organisation von oben nach unten zu ändern sind, beim Vorstand angesetzt hat und bis in die Tiefen der Organisation sich hineinstreckt. Wir sind sowohl, was die Umorganisation, wie gesagt, von unten, von oben nach unten angeht, als auch was die Umsetzung der Maßnahmen anbetrifft, beileibe noch nicht am Ende. Aber wir haben einen ausgesprochen guten Start hingelegt, insbesondere wenn ich mal auf unsere beiden Sorgenkinder der letzten Jahre, nämlich zu allervorderst die Peiner Träger GmbH, die immerhin im letzten Jahr noch für 50% des Konzernverlustes gestanden hat, wie auch die Präzisrohrgruppe schaue. Beide haben im ersten Quartal jeweils ausgeglichene Ergebnisse vor Steuern hingelegt. Und das werte ich doch als einen sichtbaren Erfolg unserer Anstrengungen auf allen Ebenen. Auf der einen Seite dieses Sparprogramm, um sich fit zu machen für die Zukunft. Auf der anderen Seite gab es auf der Hauptversammlung den Vorschlag, 20 Cent pro Aktie als Dividende auszuschütten. Da wird sich der eine oder andere auch schon gefragt haben, wie passt das zusammen, wie begründbar ist dieser Schritt? Was entgegnen Sie diesen eher doch kritischen Stimmen? Ja, klingt auf den ersten Blick ja tatsächlich nach Widerspruch, ist es aber nicht. Wir haben stets erklärt, dass wir zu einer Dividendenkontinuität stehen. Dividendenkontinuität nicht in dem Sinne verstanden, dass wir jedes Jahr die gleiche Dividende zahlen, das geht natürlich nicht, sondern dass wir in sehr guten Jahren, die wir ja auch hatten im Stahlboom, die Ausschüttungsquote etwas zurücknehmen, aber in schlechteren Jahren dann auch nicht direkt den Aktionär auf Nulldiät setzen, sondern eine durchaus mehr als nur symbolische Ausschüttung leisten werden. Und wir haben Wort gehalten und sind genau danach verfahren. Das Land Niedersachsen spielt sicherlich auch eine Rolle bei der Dividendenpolitik, aber das sage ich jetzt einfach mal im Interview, ist ein großer Anteilseigner mit mehr als etwas einem Viertel an der Salzgitter AG beteiligt. Herr Professor Fuhrmann, wie bewerten Sie das Verhältnis zwischen Vorstand auf der einen und Großaktionär auf der anderen Seite? Hervorragend, und das auch nicht erst seitdem mein früherer langjähriger Kollege Peter-Jürgen Schneider Finanzminister des Landes Niedersachsen geworden ist, sondern ich darf wirklich sagen, dass völlig egal, ob es sich um eine CDU oder eine SPD geführte Regierung handelte. Wir haben in den letzten 17 Jahren ja durchaus beides erlebt, auch im Wechsel, das Verhältnis ausgesprochen spannungsfrei war, weil wir schlussendlich die gleichen Ziele verfolgen. Auch das Land Niedersachsen möchte, dass die Salzgitter AG profitabel ist. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch unsere Standorte in Niedersachsen, soweit es nur irgend geht, fördern und in eine gute Zukunft hineinbringen. Das ist fast schon ein gutes Schlusswort gewesen, aber bringt mich zur letzten Frage, weil Sie das Thema Zukunft schon angesprochen haben. Blick nach vorn zum Schluss unseres Gespräches. Wann wird die Salzgitter AG wieder nachhaltige Gewinne erwirtschaften können und Sie noch ein Stückchen zufriedener machen? Ja, nachhaltig, da könnte ich mich jetzt aus der Situation herausretten, indem ich über die mittlere Zukunft spreche, denn es ist ja klar, dass das Salzgitter 2015, ein bisschen heißt es ja auch deswegen so, dazu dienen soll, genau dies auch unter schwierigeren
obwaltenden Bedingungen des Marktes und des Wettbewerbs zu ermöglichen. Aber ich füge noch mal eines hinzu. Ich denke schon, dass wir ganz gute Chancen haben. Und jetzt nehme ich mal das Kriterium, dessen sich auch unsere allermeisten Wettbewerber bedienen. Sie sprechen vom EBIT. Und da sage ich, ich denke schon, dass es uns gelingen kann, noch in diesem Jahr ein positives EBIT hinzulegen. Ja, das sind klare Worte zum Schluss unseres Gesprächs, Herr Professor Fuhrmann. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um auf diese Fragen auch Antworten zu finden. Soweit hier unser Besuch bei der Salzgitter AG in Salzgitter aus dem Besucherzentrum hier vor Stahlprodukten. Noch einmal herzlichen Dank für das Gespräch. Glück auf. Vielen Dank, Frau Nick.